Aber Flo, das ist ja coole, coole Emoticons da mit den Flammen. Wo kommen die denn her? Welcher Channel ist das denn? So, Feld 2 ist fertig, ne? Ja. Ja. Mist, ist jetzt, steht auch schon wieder auf dem Hof. Ja, ist abgeerntet. Dann könnte da jetzt noch gesät werden. Und einmal mit dem Dünger drüber. Wo? Auf Feld 2, was wir gerade gemacht haben. Musst du da nicht flügen? Nee, flügen musst du nicht. Rubbern. Das geflügt haben wir schon. Also du kannst den Mist auch untergrubbern, das klappt hier. Weiß nicht, ob das in echt so ist, ne? Fabi, das ist schön, dass du noch da bist. Du nimmst dir einfach die Saatmaschine und ich versuche mal mit dem Güllefass hinterher zu kommen. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen Gülle haben. Das wäre nämlich auch cool. Güllegrube, ja. Hat über Nacht, vor allen Dingen die Kühe produzieren sehr viel. Würde ich sagen, machst du einfach mal Soja dahin, weil auf dem anderen haben wir Raps. Achso, warte mal, wo haben wir jetzt nochmal die Saatmaschine? Also, nee, anders, mach auch Raps. Wir machen Rapsfelder und dann mache ich für nächste Mal die Biodieselanlage. Die Saatmaschine müsste irgendwo... Irgendwo steht sie. Achso, beim Heuhaufen. Hast du sie, glaube ich. Die hatte ich ja da drunter gestellt, weil sie so schön da reinpasste. Kala? Ja? Sind wir schon erntebereit? Dann mach das doch einfach. Ich glaube, das ist Mais. Ja, ist Mais. Okay, einfach ganz normal Mais ernten dann. Was ist das, Flo? Eine Kopiermaschine, die Spaghetti ausspuckt mit Fleischbällchen. Nein. So. Hier, volles Programm. Einmal Misthaufen, dann was sehen und ich hau nochmal Gülle drüber. Möchtest du meinen Traktor haben zum Sehen, oder? Welchen hast du? Hast du den blauen? Ich hab den New Holland, ja. Ich weiß nicht, wie viel PS der hat. Ja, der müsste aber trotzdem noch gehen. Feld 13 war ja richtig jetzt, ne? Oder? Nee, da sind wir doch schon durch. Oder ach, nicht? Scheiße. Warte mal, haben wir Feld 13 haben wir schon? Nee, da haben wir doch geerntet, oder? Und dann sind wir rübergegangen. So. Dann sind wir rüber. Ja, okay, ich stehe nämlich an Feld 2. Mach mal. Fang an, ich komm. Nee, ich... Nein, du fängst jetzt Feld 13 an. Nee, Feld 13 haben wir doch nichts gedüngt, oder? Doch, da ist Mist drauf, da habe ich doch Mist drauf gestreut. Ach ja, okay. Siehst du, wir beide sind voll im Plan. Flo, bist auch bei YouTube dabei, das finde ich gut. Freut mich. Freut mich vor allen Dingen, dass du bei Twitch auch dabei bist. So, Bernd und ich sind so verpeilt wie immer. Also, kriegen wir irgendwie hin. Raps, damit hier nochmal. Ja. Wir machen Biodiesel in Zukunft. Ich packe hier noch eine Biodieselanlage hin. Altenstein wird modern. Du machst jetzt einfach Raps. Und dann machen wir das gleich noch auf Feld 2 und dann sind wir damit auch durch. Triumphal 95. Danke für dein Follow. Ich bring schon mal den Kipper zu Vitali. Also drei Leute ist echt schon, da hast du hier eine Menge zu tun. Ja. Also mit vier würde schon kaum gehen, glaube ich, weil da bist du. Aber ich bin jetzt mit dreien, sind wir ja schon die ganze Zeit am Hin- und Herfahren. Bei vieren hätte ich das Gefühl, dass dann einer wahrscheinlich ganz schnell rumsteht. So, du bist auf Feld 4, ne? Dann ja. Komme ich mal schnell her.
Oh, du bist einmal rumgefahren. Ich habe jetzt wilde Muster erwartet, kreuz und quer. Ja. So, ich stelle mich mal hier an den Straßenrand. Reicht das, wenn der hier so steht? Ja, ne? Jo. Gut. Ja, no. Noch gerade fahren. Ja. Du machst das schon. Weil, oh, dann kann, du passt. Weil dann kann ich nämlich auch hier. Ich weiß gar nicht, wie weit die Arbeitsbreite hier ist von dem her. Es gibt ja so eine Mod, da sieht man das, ne? Da sieht man die Arbeitsbreiten oder sowas. Ich weiß nicht mehr, was das... Ich dachte eigentlich bei Drive Control wäre das, aber war wohl nicht so. Bei der GPS-Mod sieht man das. Ah, okay. Ach, ist ähnlich wie der Miststreuer von der Breite. Uah. Ja, ich komme sonst nicht rum. Ja, muss warte. Ja. So. Okay, danke. Ja. Es ist wirklich sehr klein, ne? Ja. Was macht denn unser Grasfeld? Ey, es wächst langsam. Das haben wir heute komplett neu gepflügt und angesät. Kann man auch bald endlich Heu machen. Ups. Also, Plan für nächstes Mal. Ich habe dann eine Biodieselanlage. Wir werden Raps ernten dafür. Die Biodieselanlage kann uns Benzin herstellen. Brauchen wir nicht mehr kaufen. Sie kann Gärreste herstellen zum Düngen. Und sie stellt Kuhfutter, also Dreckkraftfutter her. Da bin ich halt auch sehr gespannt drüber. Dass wir das hier vielleicht auch einführen können. Auch wenn wir sie nicht groß bestücken können, weil so viel Raps können wir gar nicht herstellen. Aber, ja. Ich merke so langsam, dass wir alles ins Laufen gebracht haben. Und das hat ja auch nur 3 Streams gedauert, 3-4 Stunden. Die Tiere haben. Hier müssen wir jetzt Silage und Heu halt. Deswegen wächst das Grasfeld, damit wir Heu herstellen können. Kraftfutter wollen wir dann herstellen. Ich habe noch keinen Futtermischwagen. Deswegen die Biodieselanlage eventuell. Warum die Produktivität bei den Kühen so tief ist, weiß ich nicht. Kann sein, hängen damit zusammenhängen, dass Heu und Kraftfutter halt fehlen. Das sind halt 2 Grundnahrungssachen, die fehlen, ne? Ja, und der Rest läuft einfach. Könnte mal eventuell Wolle wegbringen. Guck mal, was Wolle im Moment bringt. Wolle ist ganz hoch. Oh, okay. Okay, das mache ich gleich noch als Abschluss. Dann bringe ich einmal Wolle weg. Ha, nächstes okay, Problem. Ja. Wir haben gar keinen Wagen. Oh, noch einen Sammelwagen. Nein, da ist ein Graben. Ich bin auch bald reingefallen. Und ich hänge fest. Oh, Mist. Warte, ich klappe das Ding hier ein und schieb von der anderen Seite. Es war irgendwie ganz dumm gelaufen. Kala, ich bin fertig mit Feld 4. Ja, das ging schnell, ne? Jo. So, warte mal.
Ah, danke schön. Jo, bitte. Ja, der Mais jetzt erstmal einfach bei uns ins Silo. Und dann... weiß ich gerade nicht. Muss ich gleich mal eben gucken. Wir müssen jetzt Feld 2 noch machen. Eigentlich das gleiche nochmal. Dann sind wir damit auch durch. Ups. Vielleicht könntest du dir einfach eben ganz schnell was suchen, was noch zu machen ist. Das könnte helfen. Weil ich würde jetzt einfach Geld... Ich selber würde gerne Feld 2... Ich glaube, Feld 1 ist auch fertig mit Mais. Da könntest du einfach Mais weiter nochmal abernten. Das wäre vielleicht am schlauesten. Jo. Na, siehst du? Jeder was zu tun hier. Feld 2 auch Raps? Ja. Wir müssen jetzt mal eine Ladung Raps machen, weil du erinnerst dich bestimmt, wie viel Raps da reinpasst in die, in die Anlage. Komplett Feld 9 auf der Kolboro Parkfarm da mal einfach so reinschluckt, dann das ist hier die gesamte Map. So. Mal gucken, ob wir überhaupt alles richtig gemacht haben. Im Wachstum und Düngestufe 2, okay. Ja, Feld 1 ist Mais. Da drüben seht ihr es. Da kommt dann gleich der Vitalino. Ja, da hinten fährt er schon. Rumpel, rumpel. Bernd, vielleicht einfach im Kreis fahren oder so. Ich weiß nicht, ob das da hinten mit den Bäumen vernünftig passt. Ja, es ist was Schwieriges, stimmt. Mhm. Man wächst mit seinen Aufgaben. Und ich stehe natürlich im Weg hier. Ich fahre ein bisschen zurück. Aber ich guck mal eben, was ein Ladewagen kostet. Okay. Wir haben doch unseren... Nee. Wo gibt's denn unseren Mod mit der... mit dem Ladewagen, mit Auto... Hm, wo war der denn? Ist der nicht bei Ballentechnik? Ja, da ist er. Ah, okay, da. Der Joskin, 8 Meter. 10 Meter nehme ich nicht, das ist zu viel.